Ja, hallo und herzlich willkommen hier zu einem weiteren Opening und Unboxing auf Couchtiger 29. Ich bin der Sascha und ja, wir begeben uns heute wieder in die Lüfte, diesmal nicht in einem X-Wing oder Millennium Falcon, sondern in blauen Strumpfhosen. Denn heute dreht es sich um Superman, wie man sehen kann. Ja, die Tradition der Superman-Sammelkarten reicht jetzt zurück bis ins Jahre 1940. Damals kam die erste Reihe Sammelkarten in Amerika auf den Markt. Und auch Topps brachte 1966 auch eine Reihe Superman-Sammelkarten bereits heraus. Dieser Booster ist, ich hoffe, man kann das mit meiner noch nicht ganz so guten Kamera abgreifen, aus dem Jahre 1994. Ich hoffe, das kann man einigermaßen einfangen. Der Zoom klappt bei mir noch nicht ganz so gut mit dieser Kamera. Ja, was ist das genau für eine Serie? Sie heißt The Man of Steel Superman Platinum Serie. Und die kam damals 1994 in zwei Varianten auf den Markt. Einmal in der Collectors Edition und einmal in der Premium Edition. Ich habe beide und ja, sie unterscheiden sich etwas in der Beschaffenheit der Karten. Das heißt, die Karten in der Premium Edition sind etwas höherwertiger vom Material. Und es gibt hier auch einige seltene Karten, die es wie gesagt hier nicht gibt. Heute dreht es sich aber um die Collectors Edition. Was gibt es sonst noch zu sagen? Es sind wieder Artwork-Karten, das heißt, dass sich Comiczeichner und Künstler zusammengesetzt haben und extra und eigens für diese Serie dann Bilder, Szenen erstellt haben. 90 Karten gibt es insgesamt hier in der Collectors Edition und es soll eine Bonuskarte drin sein in einem von 7 Boostern. Die nennen sich, lass mich mal kurz nachschauen, Spectra Edged Bonus Cards. Ja, ansonsten glaube ich, jetzt genug geschnackt. Jetzt wollen wir mal gucken, was es hier so zu sehen gibt. Also, los geht's. So. Okay. So, die erste Szene, das lasst mich nicht lügen, lasst mich mal kurz nachgucken, was das sein kann. Werde ich mal kurz hier schauen. Also diese Karte Nummer 10 handelt davon, dass der Jonathan Kent, also der in Anführungszeichen Vater von Clark, damals ihm zum ersten Mal die Raumkapsel gezeigt hat, in der Clark gefunden wurde als Baby. Und ja, dieses Erlebnis war dann der Auslöser, dass Clark Kansas verließ, um sein Leben natürlich neu zu ordnen. So, hier haben wir den guten Superman in einer heroischen Pose auf irgendeinem Asteroid. Es kann nicht der Mond sein, denn der Mond, den sehen wir hier im Hintergrund und die Erde, die haben wir hier. Und lass dich mal gucken, was dort draufsteht. Superman, he has been called the Man of Steel, the Man of Tomorrow. Und hier sehen wir nochmal, was das hier steht. Er verfügt über außergewöhnliche Fähigkeiten, die über die eines normalen Menschen hinausgeht, bla bla bla. Ja, ich habe es nicht so mit live übersetzen, deswegen konzentriere ich mich lieber auf die Karten, beziehungsweise auf die Vorderseiten der Karten. Das ist, ja, wie gesagt, die zweite Karte. Sieht man hier auch irgendwie, welche Nummer drauf ist? Ja, das ist die allererste Karte. Das ist die Karte Nummer 1. Und jetzt geht es weiter. Hier haben wir auch wieder eine typische Superman-Szene. Er fliegt von dannen auf und davon. Mir gefällt dieser Zeichenstil relativ gut, ist sehr klassisch gehalten. Gucken wir mal, was da drauf steht. Das ist die Karte Nummer 21. Und hier hinten immer wieder so kleinere Beschreibungen der Karten. Die sind aber nicht jetzt so sonderlich interessant. Ich meine, ein Bild spricht ja sowieso bekanntlich mehr als 1000 Worte. So, oha, okay. So, dann haben wir hier Superman in, ja, das sieht fast aus wie eine Art Raumanzug oder als wäre er eine Art Roboter oder so. Was steht hinten drauf? Mal gucken, was hier drauf steht. Das ist die Karte Nummer 58. Okay, hier steht, dass er wohl während dieser Szene vorübergehend von seinen Superkräften befreit wurde, beraubt wurde und irgendjemanden da um Hilfe aufgesucht hat. Ich bin, falls ihr euch da besser auskennt, nicht der absolute Superman-Crack und Superman-Fan. Das heißt, ich kann nicht allzu viel sagen zu den einzelnen Szenen. Vielleicht sagt euch das mehr als mir. Weiter geht's.
So, hier auch wieder ein nettes Bild. Superman diesmal mit, ja, das sieht doch aus, als hätte er da längere Haare. Auf jeden Fall, ja, glaube ich nicht, dass ich jemals einen Superman mit so langen Haaren gesehen habe. So, und hier noch eine Kampfszene. Die letzte Karte und dann war es das auch schon mit diesem ersten Booster. Ich weiß nicht, wer das sein soll. Ich guck mal hinten drauf. Darkseid oder Darkseed heißt der. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ja, es ist, dass dieser Darkseid den Superman transportiert hat auf die Welt Apokolips. Und da wurde, wurde dem Superman seine Erinnerung genommen. Und es wurde versucht, ihn ja, zu beeinflussen, zu manipulieren, einer Gehirnwäsche auszusetzen. Aber wie wir wissen, so leicht ist das nicht mit Superman zu veranstalten. Und er hat sich erfolgreich, denke ich mal, am Ende gegen diesen Typen Darkseid, wie auch immer, durchgesetzt. Ich hoffe, der Fokus ist einigermaßen okay in diesem Bild. Diese Kamera ist, wie gesagt, nicht meine erste Wahl. Aber da ich ein bisschen Probleme mit meiner Spiegelreflexkamera habe, bleibt mir momentan nicht viel andere Alternative. Hier haben wir nochmal die Bilder ganz kurz in der Übersicht und die Karten. Tja, der Langhaar-Superman. Hier einmal, ja, beraubt seiner Kräfte, musste er wahrscheinlich auf irgendeine so eine Art, das sieht fast so aus wie eine Art Superman-Astronautenanzug, als wenn er keine Luft bekommen würde ohne diese Kapsel. Ohne diese, ja, wie nennt man das, diesen Helm. Hier einmal auf und davon. Ja, ich glaube, so sieht sich Superman auch gerne im Spiegel, in dieser Haltung, in dieser Pose. Und das ist, ja, wie gesagt, die allererste Karte. Freut mich, dass ich zumindest, wenn auch keine Spezialkarte dabei war, eine, ja, die Nummer 1 dabei war. Und dann hier, ja, ich glaube, das soll, wie gesagt, der Fundort sein und die Kapsel, in der der gute Superman damals als Baby gefunden wurde. So viel dazu. Ich hoffe, dieses kleine Unboxing und Opening hat euch gefallen. Wenn ja, dann bitte liked dieses Video, kommentiert und abonniert mich und dann werde ich von Zeit zu Zeit immer mal wieder ältere Sammelkarten und Booster vorstellen. Das kann natürlich auch mal aktuellere sein, aber auch aus den 90ern, 80ern oder den 70er Jahren. Je nachdem, worauf ich gerade so Lust habe. Ja, das soll es jetzt gewesen sein. Superman in der Collectors Edition. Bis zum nächsten Mal. Euer Sascha.